Also ich bin froh, wenn ich mich davon verabschieden kann. Wenn ein neues Leben wirklich anfangen kann. Und ich dann auch vielleicht wieder mit Freude ins Spiegel gucken kann. Denken viele, die ist halt einfach nur viel. Es wird geguckt und man fühlt sich beobachtet. Aber keiner weiß, welchen Kampf wir wirklich durchstehen. Keiner weiß, wie schmerzhaft das ist. Dieses Mal führt uns Second Chance zu Jeanette nach Siegen. Sie leidet schon lange an starken Schmerzen. Jeanette hat Lipödem im Stadium 2. Der Alltag wird zur Qual. Mit der 14-jährigen Hündin Mala ist Jeanette auf der üblichen Spazierrunde. Diese geht einen Steinhang hinauf. Wir sind jetzt hier auf der Runde, die ich mit Mala immer laufe. Es gibt noch eine andere Runde, aber ich versuche mich einfach mindestens einmal am Tag hier entlang zu zwingen. Ja, aber ich will auch nicht aufgeben. Ich will auch einfach weitermachen. Mali? Die täglichen Spaziergänge halten nicht nur die Hundeseniorin Mala fit. Sie sind für Jeanette auch der ständige Kampf gegen Kilos und Schmerzen. Ich würde mich ohne Mala wahrscheinlich mehr vor so Spaziergängen drücken. Ja, und würde mich nicht so viel bewegen. Zudem ist Jeanette alleinerziehende Mutter eines 13-jährigen Sohnes. Jonas ist seit der Geburt schwerst behindert. Das sind so Sachen, die mir unheimlich schwerfallen, weil ich die nicht mit Jonas machen kann. Ne? Mit ihm nicht rollern. Er sagt dann auch immer, Mama, fang mich. Viel lieber wäre sie jetzt mit ihm Roller gefahren. Aber es geht dann halt einfach nicht. Ja, ein bisschen mehr Luft machen. Ein bisschen gerutscht? Ja. Sehr gut. Ein paar Minuten noch und dann kommst du hinterher? So kämpft Jeanette täglich dafür, Jonas das beste Leben zu ermöglichen. Und deshalb haben die beiden viele gemeinsame Hobbys zu Hause. Neben Eisenbahnen, Aquarien und vielen Spielzeugen verbindet beide eine Leidenschaft. Sie sind Biathlon-Fans. Ja, Jonas ist ein riesen Biathlon-Fan. Und er hat auch eine besondere Verbindung zum Biathlon. Und er wird dann auch jedes Jahr, das ist dann so zwischen Weihnachten und Silvester, wo ist dann immer Biathlon? Wo fahren wir hin? Auf Schalke. Auf Schalke. Und da waren wir auch beim Abschiedsrennen von der Laura da, ja. Ne? Und dann fahren wir da immer hin. Ja. Ich bin alleinerziehende Mama. Und wir schaffen unseren Alltag so gut, wie es geht, ne? Ja. Ja. Ich habe Slipödem, Stadium 2. Und meine eigentliche Diagnose habe ich erst vor 4 Jahren bekommen. Wenn man ein Lipödem hat, man kann schon auf die Ernährung achten, aber man wird nie wirklich abnehmen können. Das sind halt diese krankhaften Fettzellen, die sich immer wieder vermehren. Das fängt so ein Teufelskreis an, man nimmt ab, dann hört man irgendwann auf, weil man frustriert ist. Dann nimmt man wieder zu, dann nimmt man wieder ab. Ich merke es auch im Alltag mit dem Jonas, er würde gerne mit mir fangen spielen oder rennen. Ja. Aber irgendwie geht das alles nicht. Ich versuch's dann sacken mir die Beine weg. Ich muss dann auch wieder aufhören und mir tut's halt für ihn auch leid, ihn dann auch immer wieder wegstoßen zu müssen. Also ich habe einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt auf die Operation. Der Antrag wurde abgelehnt, weil die Krankenkasse der Meinung ist, dass es medizinisch nicht indiziert ist. Der Jonas und ich, wir sind beide bei der gleichen Krankenkasse. Meine Krankenkasse kennt eigentlich meine Geschichte auch mit Joni, inwieweit Jonas auf Hilfe angewiesen ist. Da ich alleinerziehende Mutter bin und als Integrationskraft arbeite, kann ich es mir einfach nicht leisten. Ich kann keinen Kredit aufnehmen, bin ich finanziell halt einfach auch ruiniert. Womit fangen wir an? Als Professor Dr. Sinas von dem Fall hörte, entschied er, sowie das gesamte Team der Sinus-Klinik, Jeanette, kostenlos im Rahmen von Sinus Second Chance zu operieren. Die lang ersehnte OP könnte ihr, aber auch Jonas, ganzes Leben verändern. Ein bisschen weniger? Und da habe ich gedacht, das wäre Karl-Heinz. Und dann hast du aber gesagt? Karl 1 und Karl 2. Karl 1 und Karl 2, genau. Unbeschreiblich. Einfach zu wissen, dass ich wirklich die Chance habe, ein neues Leben anzufangen und dass ich das Glück habe, von wer weiß wie vielen Leuten ausgesucht zu werden, dass er sagt, so, ich will dir helfen. Auch, dass du halt für dein Kind weiterhin da sein kannst, dass diese Schmerzen aufhören und ein glückliches Leben anzufangen. Auf einmal fing eine Angst an, dann fing an dieses Glücklichsein. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich bin gespannt, wie dieses Leben ohne Schmerzen ist. Das allererste, was ich mir kaufen werde, das sind Stiefel. Das sind einfach
Stiefel, wo ich reinpasse, wo der Reißverschluss zugeht, wo die Waden reinpassen. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren zu meiner Bekannten gesagt habe, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, wäre meine allererste Wahl der Professor Dr. Sinis, weil ich habe den auf Instagram gesehen und der strahlt für mich einfach ein Vertrauen aus, ein Können, ein Vertrauen. Das war in allererster Linie meine allererste Wahl, dass ich immer gesagt habe, wenn ich operiert werde, dann von diesem Mann. Ich habe ihn noch nie selber live privat gesehen, aber das ist ein Bauchgefühl, wo ich denke immer, jeder hat einen Weg vorgegeben und alles, was passiert, hat auch seinen Grund. Weil es auch schwierig ist, sich selber so zu sehen. Ich will es auch nicht sehen. Bereits nächste Woche wird Jeanette operiert. Schaut euch die nächste Folge Sinis Second Chance an, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht.